Civil War against Geigers. Dan Boss aus dem ersten Teil ist zurück, um ein weiteres Mal einen Anschlag auf die Erde zu üben. Oh mein Gott, ist der böse. Wir starten ein neues Spiel. Wir können unser Texttempo aussuchen und wir können unser Design aussuchen. Ich nehme einfach mal geschmacklos. Und unsere Hauptprotagonisten benennen. So, ich nehme einfach mal die Originalnamen. Ness. Und boah, als ich das Spiel zum ersten Mal durchgespielt habe, habe ich mir irgendwelche schwachsinnigen Namen ausgedacht. Paula hieß bei mir Girly. Jeff hieß bei mir Brille. Jedenfalls wollte ich ihn so nennen, aber das hat nicht in das Textfeld gepasst. Deshalb hieß er Brill. Und Boo hieß bei mir LOL. Also, bitte macht nicht denselben Fehler. Ihr werdet es später im Spielverlauf wirklich bereuen. Nachgucken. Oh Gott, das Licht geht von alleine an. Oh mein Gott, ein Poltergeist! Nein, Scherz. Das ist nicht der erste Teil von Mother. So, und das ist unsere nervige Schwester. Die nennt sich Tracy. Hey, Bruder! Hat das Geräusch dich geweckt? Hast du dir in die Hosen gemacht? Gehen wir runter ins Wohnzimmer. Da erwartet uns... unsere Mama! Yay, nicht die Mama! Was war das für ein Geräusch? Ness, du scheinst keine Angst zu haben. Bist du verrückt? Und jetzt willst du nachsehen? Oh, okay. Ich würde dich sowieso... Du würdest dich sowieso davon schleichen. Selbst wenn ich es dir verbiete. Zieh dir wenigstens... Moment mal. Du lässt mich einfach so gehen, das... Boah, wie unkonsequent bist du eigentlich. Wie dem auch sei, jetzt sehen wir anders aus. Es ist gefährlich, zum Gipfel zu gehen! Selbst wenn ich dir rate, nicht zu gehen, hält ich das nicht auf, oder? Moment mal, unkonsequent seid ihr eigentlich alle. Egal, wen ich anspreche, egal, wo ich hingehe, alle sagen, du willst dich eh davon schleichen. So. Wer bist du? Hey Ness, was geht, Kumpel? Ein Meteorit ist abgeschmiert, das war vielleicht ein Chaos. Mir geht's gut, weil ich immer Knoblauch esse und trainiere, um stark zu werden. Cool. Du bist richtig cool. Wie auch immer, die schwächeren Einwohner sind wohl in Ohnmacht gefallen. Außerdem wollte ich dir meinen... Hups, jetzt hätte ich es dir fast erzählt. Oh, übrigens, Ness, hast du mein Schild gelesen? Ich hab es selbst beschriftet. Das ist mein wirklicher Job. Weißt du, ich bin ein Schildbeschrifter. Haha, ich lese es mir nicht durch. Hahaha. So. Was ist hier los? Gutes Timing, Ness. Dann nimmst du etwas gegen Pokey. Er macht mich wahnsinnig. Seid ihr Freunde? No. Wir sind keine Freunde, aber Nachbarn? Komm schon, hilf mir. Okay, und da ist auch schon unsere Mutter. Oh mein Gott, sie versperrt uns den Weg. Wir können nicht wieder nach Hause. Willkommen daheim, Ness. Du musst nicht darüber sprechen. Es ist spät. Husch, husch ins Bett. No. Oh, Ness, du verstehst nicht, wie wichtig Schlaf ist. Moment mal, ich kann einfach wieder gehen? Sag mal, du bist voll unkonsequent. Natürlich gehe ich ins Bett. Mein Gott, das war nur ein Test von mir an meine Mutter. Du bist mein allerbester Freund. Kannst du mir nicht helfen, Piggy zu finden? No? Wenn du nicht weigerst, zeige ich etwas, was dich zutiefst verletzen wird. Von meiner Mutter? Kommst du einfach mit? Nö. Okay, okay. Ich sage nichts Böses. Willst du mitkommen? Ja, okay, ich komme mit. Meine Gott. Mein kleiner Meister. Soll ich? Ja, du kommst mit. Natürlich kommst du mit. Du bist ein Sklave. So, aber ich stehe hier und im nächsten Part suchen wir Pokies, Bruder. Piggy. Also bis zum nächsten Mal. Guys. Hey Leute, ich bin's wieder. Im letzten Part ist ein Meteorit eingeschlagen in der Nähe und jetzt müssen wir Pokies oder Piggy finden, weil er weg ist. So, ich sag noch meine Mama bye. Bye, Mama. Ja, sicher, wie du meinst, egal. Hä? Das ist egal. Und natürlich müssen wir uns auch bei unserer liebenvollen Schwester verabschieden. Nicht wahr, Schwesterherz? Ich mache alles, um dir zu helfen. Viel Glück bei deinem Abenteuer. Du könntest unterwegs Hunger bekommen. Nimm etwas Keks. Nimm etwas Keks. Ja, okay, der deutsche Patch ist auch nicht perfekt. Aber jetzt müssen wir weg. Und ich habe auch einen guten Grund, dieses Haus zu verlassen, weil ich habe es vorhin erst bemerkt. Wir haben keine Toilette. Wir haben keinen Kühlschrank. Und das Schlimmste ist, wir haben keinen Fernseher. Bloß raus hier. Oh, Moment mal. Das Telefon klingelt. Egal, tschüss. Das Telefon klingelt. Geh ran. Bei mir zu Hause bin ich verprügelt, wenn ich nicht von dem dritten Klingel antworte. Ja, du bist auch ein Opfer. Okay. Gut. Was ist mit dir? Hey, Ness. Ich war so beschäftigt, um nachzusehen, aber ich hörte die Stimme eines Kindes vom Gipfel. Ich bin zwar beschäftigt, aber wenn ich etwas mache, dann richtig. Ich bin ein Mann von einem Mann.
bist ein Mann von einem Mann. Gut. Gehen wir. Es. Hörst du jetzt so, dass ich wie eine Biene anhört? Also, ich könnte jetzt Nein sagen, weil es stimmt, aber dann redet er plötzlich auf Englisch. Das ist ein Deutsch-Patch-Fehler, was auch immer. Ja, du hörst es auch. Oh, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, das ist eine Biene. Eine Biene bin ich. Nicht. Ja. Voraussichtlich wird die Welt von einem Alien angegriffen namens Geigers, aber wir müssen ihn aufhalten, bevor er das durchsetzt. Ness, Kumpel, ich muss dir etwas erzählen. Nur dir allein. Vielleicht kannst du später vielleicht vorbeischauen. Allein? 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 Ja, okay. Okay. Ich würde sagen, ich schneide hier. Und im nächsten Part geht's weiter. Haha, und Eltern sind da. Oh, jetzt kriegt ihr richtig Anschiss. Jetzt kriegt ihr richtig Anschiss. Okay, also bis zum nächsten Mal. So. Oh. Wow, was für eine lange Nacht. Wir waren die ganze Nacht unterwegs. Hammer. Gut, Vorsicht. Hä? Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, super random Guy. So, wir schauen uns hier mal ein wenig um. Hier, die Bücherei. Hi! Kinder können hier nur Karten ausleihen. Möchtest du eine? Ja. Hier hast du eine Karte. Onet ist nicht als einziges drauf. Auf der Karte sind sämtliche Infos, außer des... Okay, hör ich hier auf. Außer der Infos, die nicht drauf sind. Drücke den... Hä, was ist das für eine Logik? Egal. Drücke den X-Song, um die Karte aufzurufen. Ja. Ich drücke den X. Ja, halt die Fresse. Okay, weiter geht's. Was für ein süßer gelber Rucksack. Du findest meinen Rucksack süß. Okay. Gut. Alles klar. So, dann gibt es hier noch eine Burgerbude. Und was kann man hier wohl kaufen? Scheint so, als wäre ich immer hier. Ich hoffe, es stört dich nicht. Ja, so siehst du auch aus. Ich war noch nicht überall. Wer bist du denn? Ein Mädchen namens Paula lebt in Tucson. Ihre Mutter betreibt sich daheim eine Vorschule. Ich erinnere mich an den Namen der Schule, aber ich hörte Paula sehr besonders. Warum? Ich vergaß zu fragen. Naja, Paula. Aber ich schneide hier um den nächsten Part. Da kümmern wir uns um die Haie, um diese Schlägerbande. Also bis zum nächsten Mal. So, wir gehen jetzt sofort zur Spielhalle, denn da befindet sich der Zentralstützpunkt der Haie. Und auch Frank. Frank ist der Leader der Haie. Den müssen wir besiegen. So, den kann ich euch auch hier... Ah, ein Mülltonne. Gaffen. Nun, mal sehen. Ihr Mülleimer war nur stinknormales Müll. Ich mach's ein. So. Jetzt gehen wir zum Riesenfuß. Ja. Was denn? Egal. Du bist stark. Du hast mich besiegt. Na, Moment mal. Ich hab gar nicht gegen dich gekämpft. Ja, wie dem auch sei. Okay. Ich verspreche nie mehr Probleme zu machen. Danke. Was? Du willst den Schlüssel zur Hütte der Animateure? Jemand wie du kann mit dem Schlüssel für immer den Frieden bewahren. Ach ja. Wenn du in eine gefährliche Situation geraten solltest, werde ich keinerlei Verantwortung übernehmen. Du übernimmst die Verantwortung, okay? Ja, klar, wenn ich von irgendwelchen Monstern gefressen werde, dann übernimmst du nicht die Verantwortung, ist auch klar. Kann ich gut gebrauchen. Oh mein Gott, ein Punkt, nein. Ich habe keine Lust auf Punkte. Nein, immer noch da. So, bist du jetzt weg? Bist du jetzt weg? Nein, jetzt hast du einen Freund geholt. Was, wie sieht's jetzt aus? Dann bist du noch da. Ach, vergiss es. Ich kämpfe einfach nur gegen dich. Weil... Ich muss gar nicht gegen dich kämpfen. Ich bin einfach zu stark. Okay. Ein leuchtendes Etwas. Du bist endlich hier. Dies ist das erste Heiligtum. Aber es gehört jetzt mir. Nimm es mir ab, wenn du kannst. Oh mein Gott, und ich habe mich noch gar nicht geheilt. Bin ich dumm. Okay, dann mache ich das jetzt. Heilung. Oder? Soll ich was essen? Ich esse lieber was. Hamburger. Nein! Defensivo, nein. Meine Verteidigung sinkt, wie unfair. So. Ich werde gleich auf jeden Fall PSC Rockin einsetzen. BK Rockin!
Boah, das macht ziemlich viel Damage. So, ich muss weg. Und ich muss mich jetzt auf jeden Fall heilen. Oh, hinter ihm befand sich noch eine Ameise. Oh Gott. So, ich muss mich heilen. So, ich habe noch 15 PP. Das heißt, ich kann PSE Rocket noch einmal einsetzen. Heilen. Ich habe mich anders mit Hamburger. Nein! Nein! Boah, das war knapp. Das war knapp. Oh, das war knapp. Oh mein Gott. Ich kann nicht fassen, wie knapp das war. Also, die HP sinkt hier bei Earthbound wirklich, wirklich schnell. Im Gegensatz zu Mother 3. Also, wow. Okay, ich setze noch einmal PK Rocket ein. Oh, ich glaube, ich bin noch gar nicht tough genug, um wirklich gegen ihn zu kämpfen. Aber ich probiere es einfach mal. Oh, verdammt. Das war wirklich hart. Okay. Nein, ich benutze keinen Keks. Okay, Heilung kostet 5. Das ist gut. Meine Chancen sind zurück. Und er senkt meine Verteidigung schon wieder. So, du bist tot. Ja! Ja! Ich habe ihn besiegt! Mit Level 8. Und wir erhalten 759 Experience. Yes! Und wir sind Level 9. Yay! Hey, wir sind Level 10! Und wir erhalten Medizin. Ja, Medizin ist eigentlich Healing. So ist das. Wow. Das war ein harter Kampf. Und hier ist auch schon der Riesenfuß. Das war die erste Melodie. Ness sieht im Nebel ein kleines, süßes Hundebaby. Ness' Melodienstein hat die Melodie des Riesenfußes aufgenommen. Sehr schön, dann können wir uns das gleich anhören. Ja, wie auch immer. Sehr schön. Wir haben unsere erste Melodie. Sehr schön. So, jetzt müssen wir aber zurück. Aber das schneide ich. Wir sehen uns vor dem Ausgang. Wir sind endlich draußen. Oh mein Gott. Hey du, auf dem Schild stehen Betreten verboten. Hast du es nicht gelesen? Eigentlich steht da Hau ab, aber okay. Nö. Dunkelheit vordringen. Nur so kannst du das Dorf der Tender finden. Was? Okay, das ist jetzt eigentlich ein Positionsfehler des Textes. Aber okay. Gut. So, wir gehen jetzt nach Hause. Denn wir haben heute viel erlebt. Mama, ich will Steak. Ja, natürlich muss ich nichts sagen. Jetzt komm. Ich will essen. Hä? Ness? 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 Ich bin dein Freund, den du noch nie zuvor getroffen hast. Moment mal, wenn ich dich nie zuvor getroffen habe, wie kann ich dein Freund sein? Mein Name ist Paula. Hörst du meine Stimme? Ich bin Paula. Paula hat Kontakt mit uns aufgenommen. Interessant, also wir wissen ja, dass Paula in Tucson wohnt und da gehen wir jetzt einfach mal hin, würde ich sagen, oder? Hey Leute, ich bin's wieder, Ali. Im letzten Part haben wir die erste Melodie aufgenommen und wir haben eine telepathische Nachricht von Paula erhalten. Und jetzt stehen wir vor dem Haus des Schildbeschrifters. Erinnert ihr euch noch daran, was er zu Anfang des Spiels uns gesagt hat, dass er uns alleine sehen will? Okay. Wow, gemütlich hast du es hier. Ich tue dies, weil ich dir traue. Zuerst gehen wir in den Keller. Ah, ich sehe an deinem Gesicht, dass du nicht rumhängen willst, oder? Das ist in Ordnung. Ich meine, wir sind nicht einmal verwandt. Ich weiß, du hältst mich für einen Lügner, aber ich kann dich sicher überraschen. Wow. Du hast unter deiner Hütte einen Tunnel gegraben. Und der ist schneller als wir. Okay. Oh mein Gott, wo führt er uns hin? Oh mein Gott, was hat er mit uns vor? Ich will es gar nicht wissen. Sind wir mal da? Also, Ness, Freundchen, ich habe den Beweis für einen gewaltigen Schatz entdeckt. Ein Riesenfang. Ha, ha, ha. Ich sag's dir, aber nur dir allein. Komm. Allein. 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 Okay, egal.
Wenn das ein Zeichen dafür ist, was dort unten ist, dann brauche ich nur noch ein wenig Zeit. Es ist mein Schicksal, vergrabene Schätze auszugraben. Moment, vorher sagst du noch, es ist dein Schicksal, Schilder zu beschriften, und jetzt überhaupt was anderes. Ich esse Knoblauch und trainiere, um mich fit zu halten. Geh nach Hause, du bist mein Weg, du könntest auf gierige Gedanken kommen. Moment mal, du hast mich hierher gebracht und jetzt willst du, dass ich nach Hause gehe, okay? Was ist denn das überhaupt hier für eine Statue? Die goldene Statue leuchtet seltsam. Interessant. Jetzt müssen wir nach Tusim. Wir wissen ja ungefähr, wo Paula wohnt. Denn das haben wir von dem einen NPC erfahren, dass sie im Tusim lebt. Aber vorher müssen wir noch in die Polizeistation und da uns entschuldigen, weil wir in die Hütte gegangen sind, obwohl wir das vom Bürgermeister durften. Was ist das für eine Logik? Hey, Taxi! Taxi! Taxi, nein! Na, bleib stehen. Naja. Hey, Taxi! Hey, Taxi! Ah. Hallo? Wie viele Taxis kommen hier eigentlich vorbei? Das ist so ein... Wow. Invasion der Taxis in Onet. Na, egal. Da bist du ja. Du bist der Knirps, der am Riesenfuß war. Hör mir mal gut zu. Betreten verboten bedeutet Betreten verboten. Verstanden? Und außerdem bla 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 bla. Es wird immer die Steuerzahler, wenn bla 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 bla. Wir sperren die Straßen nicht aus Spaß, weißt du? Bla 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 bla. Die einheimischen Feiglinge machen immer ein großes Theater über Notfälle und Meteoriten. Bla 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 bla. So, was hast du zu sagen? Warum die Straße nach Tusim gesperrt ist? Ein Notfall, was sonst? In Zeiten wie diesen sollten Kinder lieber Nintendo-Spiele spielen. Ja, klar. Wie auch immer. Ja, ich will unbedingt nach Tusim. Okay, folge mir. Yeah. Und ich glaube, das ist das erste und einzige Mal, dass der Spieler von alleine sich bewegt. Bin ich sicher. Wow, coole Aufstellung. Show me what you got. Yeah, let's speak English. See if you can get past 5 of my best men. Also wir müssen jetzt gegen fit Polizisten kämpfen. Ah ja! Hey, Kleiner, du musst vor Angst aus den Stiefeln kippen. Ich habe keine Stiefel an. Okay, weiter geht's. Der Polizist greift an. Oh mein Gott, das ist das allererste Spiel, was ich spiele, wo ich einen Polizisten vermöbeln darf. Okay. Ich setze einfach mal PK Ruggin ein. Hallo, Schmetterlingsschlag? Ich bin ein kleines Kind. Wie ich überschätzt werde. Und du bist weg. Der Polizist ist wieder normal. Er wird wieder normal. Egal. Du bist stark, du solltest Polizist werden. Nö. Ein Durchschnittspolizist ist stärker als jeder Superheld. No? Batman ist viel stärker? So. PK Rockin und du bist weg. Macht doch keinen Sinn. Moment mal, du hast überlebt? Oh Gott. Okay, Ness-Attacke. So, dann bist du weg. Ha. You won. Wow, die geben uns aber viel Experience. Oh, du hast gewonnen. Viele Erfahrungen bekommen wir beim Verprügeln eines Bullen. Lass dir die Komplimente des Bürgermeisters nicht zu Kopf steigen. Zeig's mir, Fetzer. Moment mal, hat er uns gerade Fetzer genannt? Okay. Bei dir lasse ich erst recht nicht locker. So. Hast du das gesehen? 92. Damage. Das sollten wir mal wiederholen. Nächstes Mal nehme ich dich mit meiner Nuklear-Suplex-Attacke auseinander. Der Ichibachi Super Bichibachi Technik. Oder was? Komm schon. Ich mach dich hier und jetzt fertig, Baby. Hallo? Ich bin kein Fettsack und ich bin kein Baby. Na, und ich hab nicht genug PP. Na gut. Ich hätte mir was kaufen sollen, was meine PP erhöht, aber das habe ich nicht. Ich hab nur Hamburger. So, ich hab ihn gesmashed. Wow, Glück gehabt. So. Ich hab verloren. So, und du willst jetzt auch Wasser aufs Maul. Das war's, Kumpel. Mich ganz vergessen. Ich rufe meinen Boss an. Aha. Ich könnte dich niemals in einem fairen Wettkampf besiegen. Mach dich bereit für meinen Super Ultra Mambo Tango Vordruckskampfstil. Oh mein Gott. Ich habe ja Angst. Captain Strong. Ach, du bist Captain Strong. Okay, dann mache ich dich jetzt einfach mal fertig. Wie kannst du es wagen, die Straße nach Tusim zu sperren? Wie kannst du es wagen? Er macht sich bereit. Wie lange will er sich noch bereit machen? Er wirft etwas. Oh Gott. Wie daneben. Ach du Scheiße. Ich muss mich auf jeden Fall heilen. Komm schon. Oh, daneben. Glück gehabt. So. Nimm das. Er verliert jeglichen Abstand. Ach. Mal sterben. Hör auf, etwas zu werfen. Und du bist weg. Aha, ich hab dich besiegt.
Captain Strong ist doch nicht so strong. Hallo, ihr wurdet von einem kleinen Kind besiegt. Hätte nicht gedacht, dass du die mächtige O-Net-Polizei schlagen könntest. Oh ja, ihr seid ja so mächtig. Ich soll die Straße nach Tuse werfen? Ja, sollst du. Warte eine Sekunde, ich gebe meinem Team Bescheid. Strong hier, hört ihr mich? Hey, ich bin's, Captain Strong. Okay, hör zu, ein Kind namens Ness wird gleich kommen. Er trägt eine rote Kappe, macht die Straße für ihn auf. Ich weiß. Frag nicht warum, mach das einfach. Das ist ein Befehl. Strong over. Strong over. Nun, Junge, ich werde dich nicht weiter fragen. Aber ich will, dass du wiederkommst. Viel Glück. No, ich komme nicht wieder. Das kannst du sowas mal vergessen. Psst, ich gehöre nicht wirklich zur Bande. Ich bin Polizist, auch wenn ich nicht so aussehe. Ja, gut, dass du undercover bist und dass du es mir verrätst. Oh mein Gott. Oh Mann. So. Wir gehen jetzt endgültig nach Tusum, denn die Straßen sind offen. Wow, die haben die Straßen schon vorher aufgemacht. Das muss ja ein richtiger Notfall gewesen sein. Ah, da sind wieder Punkte, die von mir weglaufen. Was ist hier? Mäuse. Ich lebe mietfrei im Maushaus. Diese Mäuse sind Ausgangsmäuse. Sie sind sehr nett und Junge, sind sie schnell. Ich liebe die Kerlchen. Okay. Bitte nimm meinen Sohn mit. Er mag wie eine normale kleine Maus aussehen, aber er kann dich zum Ausgang eines Labyrinthes führen. Oh, nicht schlecht. Okay, das klingt gut. Und ich hab... Oh, mein Inventar ist voll. Ach, doch nicht. Okay, Glück gehabt. So, auf nach Tucson. Ich glaube, hier befinden sich neue Gegner. Moment, seid ihr neu? Ich glaube nicht, oder? Ach, ihr seid's nur... PS, den blocken die weg. Oh, Mann. Und natürlich habe ich kein PP. Gut. Mach ich die schnell fertig. Na kommt schon, Leute, ich habe keine Zeit. Moment, kann ich weglaufen? Jetzt lauf weg. Hallo, wieso schaffe ich es nicht? Ich bin tausendmal stärker als die. Hallo? Das war sogar noch ein Back-Attack. Geht doch. So. Okay. Ui, ein Geschenk. Habe ich überhaupt noch... Nein, ich habe kein... Okay, ich esse mal ein Brotleib. Okay, was befindet sich daran? Ein Hamburger. Viel besser als ein Brot. Oh mein Gott, ein Pilz. Ein Pilz greift mich an. Du begegnest ein böses... Brennblattpilz. Okay. Und das war's mit dem Brennblattpilz. Okay. Und ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich habe noch 20 Sekunden, um nach Tucson zu gelangen. Oh mein Gott, ich muss mich beeilen. Oh mein Gott, schnell nach Tucson. Und ich bin da. Ja, ich bin da. So, Leute, wir sind im Tucson. Im nächsten Part geht's weiter. Also bis zum nächsten Mal. Hey, Leute, ich bin's wieder, Ali. Im letzten Part haben wir Polizisten verprügelt. Und jetzt suchen wir unser allererstes Partymitglied, Paula, die sich hier irgendwo in Tucson aufhält. Willkommen. Solltet ihr etwas über Tucson erzählen? Ja, sollst du. In Tucson gibt es ein modernes Star Wars Hotel. Es gibt ein Krankenhaus und das wundervolle Chaos Theater. Dort findet man auch die Polarstern-Vorschule. Wieso dort? Wir befinden uns doch mitten in der Stadt. Sowie einen schönen Busbahnhof. Oh mein Gott, ein schöner Busbahnhof. Sieht man auch nicht alle Tage. Wenn du neugierig bist, kannst du dich im Gaunerpark nach Schnäppchen umsehen. Das ist spannend. Geh nach Osten und du findest das Tal der Ruhe. Hinter diesem Tal liegt Glückstadt. Es gibt auch eine Pizzeria. Cool. Willst du noch mehr wissen? Nö. Naja, mehr weiß ich auch nicht. Toll. So, wie... Hä? Ja, jetzt weiß ich auch, wo die ganzen Taxis herkommen. Und zwar aus dem Nichts. Okay. Und das wirklich Beste an der Stadt ist dieser Laden hier. Ein Fahrradladen. Oh yeah, endlich. Ich wollte gerade sagen, nichts kann uns mehr aufhalten. Und doch, da gibt es jemanden, der uns aufhalten kann. Und zwar dieser verdammte Fotografierer. Heute Fuß ist leicht und schnell. Ich bin ein Fotografie-Genie. Ja, komm, mach her. Ja, fotografiere mich endlich. Ich habe keine Zeit. Gewürzgurken. Hat er gerade das Taxi fotografiert? Wow, was für ein großartiges Bild. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das ist aber ein schönes Taxi auf dem Foto. Gott, war das dumm. Gauner Park. Okay. Oh, hier sieht es aber sehr interessant aus. Da steht ein Typ auf dem Dach. Und jetzt nicht mehr. Wahaha! Warum reden wir nicht später, nachdem wir das geklärt haben? Warum kämpfen wir? Wir... What? Okay. So, und... Ist das Mr. T? War es nicht gerade eben woanders?
Mr. T kann sich porten. Sicher, Everdread ist kein guter Mensch. Aber für einen Gangsterboss ist er ziemlich gutherzig. Yay, Mr. T, du bist awesome. Du kannst dich porten. Okay. Ich bin eine Maus. Echt? So, das befindet sich östlich von hier. Das wissen ja, weil die süße Frau... Ich wollte eigentlich sagen, weil die fremde Frau... Mein Mund hat kommen süß... Oh Gott, vergiss es, ey. Ich kann nicht mehr richtig nachdenken. Und Pilze greifen uns an. Oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, ich schnalle hier... Oh, ein Mädchen. Ich suche nach Pilzen. Hey, würdest du mir den... Na klar, 50 Euro. Und so wären wir unseren Pilz auch los. Sonst hätten wir sie beim Wunderheil im Hospital abgeben müssen. Ja, ich würde sagen, wir schneiden hier und im nächsten Part. Da suchen wir Paula, also bis zum nächsten Mal. So, hier befindet sich gleich noch ein Geschenk. Welches wäre ein Crosshair? Was tut es denn? Hä? Entschuldigung, Herr Tourist. Ich sammle Geld, um die Welt vor der Verunreinigung zu schützen. Spende alles, was du kannst. No? Dann bin ich eben dein Schatten. Was? Hä? Oh mein Gott, sie verfolgt mich. Und was macht der Blaue hinter... Okay, das sieht... Oh mein Gott, meine pubertären Gedanken holen mich ein. Okay. Oh mein Gott, nein, 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 tu mir nichts, nein. Haha, ich hab dich verarscht, haha. Oh nein, du kriegst mich nie, scheiße. Ich glaube, er befindet sich in einem wichtig aussehenden Gebäude. Das könnte es sein. So. Mr. Kap... wow! Ach du Scheiße. Blau, was? Ich bin im Weg? Okay, ich gehe zur Seite. Oh, ich muss nicht gegen euch kämpfen. Das ist gut. Keine Antwort. Blabla, ich stehe nicht mehr im Weg. Okay. Blabla, stör uns nicht. Wir sind mitten im Gebet. Okay, ich gehe zur Seite. Beeil dich. Wow. Ziemlich spooky hier. Spooky. Blabla, ich stelle mich woanders hin. Okay. Keine Antwort. Was ist mit dir? Blabla, ich bin Tom Cruise. Aber das ist ein Geheimnis. Was? Tom Cruise? Cool, wir kämpfen gegen Tom Cruise. Ja. Deine Tage als Schauspieler sind vorbei. Wir machen dich platt. Und du bist tot. Wir haben Tom Cruise umgebracht. Sehr schön gemacht, Ness. Okay. Wen kann ich noch ansprechen? Blabla, was? Du glaubst, ich kann nur an dieser Stelle stehen? Ja. Das ist nicht wahr. Da. Er hat sich bewegt. Grün. Ups, das ist es nicht. Ich bin neu hier. Merk mal. So, und was befindet sich in diesem Geschenk? Ein Skip-Sandwich. Brauch ich nicht. Braucht niemand. Blass, ich werde lernen zu pfeifen. Ich werde pfeifen, macht einen glücklich. Ich trainiere dort drüben. Ja, viel Spaß. Blabla, ein seltsamer, unmaskierter Kerl. Fahre nicht in den Himmel. Fahre nicht in den Himmel. Und wieder ein Glückologe. So. Glückologe ist aber nicht sonderlich stark. Und irgendwie ziehen meine normalen Attacken mehr ab als PSE Rocket. Was zur Hölle? Da brauche ich das ja gar nicht mehr einsetzen. Bis ich Better habe. So. Okay, ich habe Heilung Better, aber nicht PSE Rocket Better. So, weiter geht's. Alter, das ist voll kranke Scheiße hier. So, ich hoffe, Carpenter befindet sich hinter dieser Tür. Bist du Carpenter? Ich schreie, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll. What the fuck? Mann, du sollst mich treffen! Weil du damit wiederum dich triffst, wie 100 HP. Hör auf dich zu heilen, Fuder. So. Smash! Und du bist tot. Ha! Naja, du bist wieder normal. Und wir erhalten 1400 Experience. Wow. Und wir sind gelevelt. Cool. Siehst du die Mani-Mani-Statue hinter mir? Seit ich sie habe, mache ich seltsame Dinge. Bitte verzeih mir, wenn du kannst. Ich wollte doch nur ein normales Leben haben. Haben? Es tut mir leid, wirklich. Mit diesem Schlüssel kannst du das Gefängnis in der Hütte öffnen, in der Paula eingesperrt ist. Sehr schön. Nimm ihn und geh. Dein Rucksack ist voll. Natürlich ist mein Rucksack voll. Dann werfe ich doch einfach diese verdammte Bombe weg. Nein! Ich will mir keine Anleitung über die Bombe durchlesen. Ich weiß, was eine Bombe ist. So. Please forgive me if you can. Bla 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 bla. Gib mir einfach den Schlüssel und halt die Schnauze. Wir erhalten Bergschlüssel. Sehr schön. Ich werde alles wieder gut machen. Ich wollte doch nur ein normales Leben führen. Ja, führen. So ist richtig. Nicht haben.
Okay. Was sagst du dazu? Sonst tun könnte. Und wieder ein Fehler des deutschen Patches. Lass uns nach Tusen zurückkehren. Klar, und du besitzt einen Teddybären. Yay! Wir haben wieder einen Teddybären. Und Paula! Join unserer Party! Unser erstes Partymitglied. Yay! Paula! Und sie ist Level 1. Und hier befindet sich endlich der Endgegner. Du bist endlich. Boah, das kannst du sowas von laut sagen. Dies ist das zweite. Dein Heiligtum. Moment mal, wenn es mein Heiligtum ist, dann lass mich doch vorbei. Aber er gehört jetzt mir. Nimm es mir ab, wenn du kannst und wie ich kann. So, ich glaube, ich setze einfach mal BSC Rock in. Ist das Blut? Nee, das ist Orange. Okay, ich glaube, und ich werde wieder in MSN angesprochen. Nervt nicht! So. Ich glaube, BSC Thunder eignet sich ganz gut bei dem Endkampf. Oh, ich bin mir nicht sicher. Er rammt dich brutal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast meinen Teddybären. Oh mein Gott, du hast meinen Teddybären umgebracht. Wie kannst du es wagen? Rache! So. Ich probiere es nochmal mit Thunder. Und das trifft nie. Es trifft nie. So. Anscheinend wird er lästige Arbeit machen. Paula verfehlt ja ständig. Die hat bis jetzt nur einmal getroffen. Einmal. Zweimal. Toll, jetzt verfehlt Ness die ganze Zeit. Okay, das nutze ich aus und setze zum allerletzten Mal PK Thunder ein. Und das trifft nicht. Vergiss es. Ich setze wieder PK Thunder ein. Ich weiß, dass ich gewonnen habe, verdammt. So, Paula ist ein Level gestiegen. Und sie erlangt die Macht von Offensivo Alpha. Oh mein Gott. Jetzt können wir unsere Offensive erhöhen. Juhu, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Ich bin so froh. So, aber jetzt im Ernst. Okay, das war die zweite Melodie. Ness hat eine Vision von einem Baby mit roter Kappe. Ness ist Melodienstein. Hat die Melodie der Gnomenfüße aufgenommen. Okay. Hören wir uns mal an, was wir so haben. Ness berührt seine Stirn mit dem Melodienstein und sammelt seine Gedanken. Okay, zwei Melodien haben wir, sechs bleiben über. Sehr schön. Hey, wir sind alleine. Küss mich, Paula. Schmatz. So. Okay. Wir haben es geschafft, noch in dieser Episode. Ha! Jetzt, wo wir ihren Boss besiegt haben, laufen die Gegner vor uns weg. Oh, ist das nicht schön? Die Gegner laufen vor uns weg. Ey, besser geht es nicht. Wenn ich nahe der Bühne sitze, erwischt dich manchmal Spucke oder Schweiß der Runaway Five. Oh Gott. Oh, Mr. T hat sich schon wieder geportet. Ein junger Knabe wie du steht auf die Musik der Runaway Five. Wow, ich bin beeindruckt. Und wir natürlich auch. Yeah, jetzt geht's los. Heute Abend kommt die Soul, die Klon des Chaos jetzt zu euch. Rock'n'Roll live auf der Bühne, nur für begrenzte Zeit. Die weltbesten Bluesbrüder, die Runaway Five. Oh, hier sind sie. Oh yeah, baby. Wo ist das Publikum hin? Okay, das ist eindeutig eine Anspielung auf die Blues Brothers. In der japanischen Version tragen die beide schwarz. Das wurde aber in der amerikanischen Version geändert. Jetzt tragen sie rot und grün. Das soll an Mario und Luigi erinnern, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Oh yeah! Der Keyboarder sieht aus wie der Keyboarder von DCMC, merke ich gerade.
Yeah! Cool! Okay, und wer befindet sich hier? Ja, ich habe für die Zombies gearbeitet. Aber ich habe sie auch verraten. Ich bin ein Betrüger, also weiß ich, was abgeht. Kotze schenkt den Zombies ihr Leben, aber Kotze arbeitet für Geigers, der, wie ich hörte, weiblich sein soll. Naja, ich bin mir nicht sicher, ob Geigers männlich oder weiblich ist. Ich bin ein hilfreicher Betrüger, nicht wahr? Kotze! Ich glaube, hier müssen wir längs... Oh mein Gott, sind das Zombies? Er starrt in eine Seele. Er sieht dich nicht. What the fuck? Okay, das ist schon ziemlich spooky. Spooky. Have a light? No. Oh mein Gott. Ness und Paula. Allein in einem Keller. Wie schrecklich. Moment mal. So schlimm ist es gar nicht. Nein, Scherz. Aber es ist gefährlich, unvorbereitet abzuhauen. Hey, ich glaube, im Umkleideraum müssten einige Sachen sein, die du mitnehmen solltest. Ich werde dir hier raushelfen. Cool. Toni schließt sich dir an. Und jetzt nichts wie raus hier. Ich hasse Internats. Oh mein Gott, was soll die Pose? Oh Gott, ich bin wieder so... Ah. Okay, benutze mich als Stufe und klettere über das Tor. Nun, das ist wohl der Abschied. Ich weiß nicht, wohin du gehst oder warum. Aber denk dran, wir sind beste Freunde für immer. Oh Gott, übrigens... Ist übrigens bestätigt, dass Toni schwul ist. So. Monkey! Ja, ja! Da ist ein Affe am Eingang. Nimm den Affen mit. Er ist wirklich laut. Wenn du eine Packung Kaugummi kaufst, kriegst du den Affen umsonst. Ansonsten kostet er dich was. Also, willst du ihn? Yes! Und das Kaugummi kostet mich nur $1. Nicht schlecht. Jeff erhält Kaugummi-Packung. Komm mit, Affe. Jo, gib mir Kaugummi. Dafür hat er das Kaugummi von Jeff bekommen und macht eine Blase. Stuntaffe. Okay, interessant. So, und ein Zelt. So, warum ruhst du dich nicht kurz hier aus? Trink doch etwas. Vielleicht etwas Tee? No? So, warum ruhst du... Ey, du sagst ja genau dasselbe. Aber gut, ich bleib hier. Zivilisation! Tessie könnte unerwarteterweise auch im Wald leben. Ich glaube, das stimmt. No? Tessie lebt im Wasser? Ich höre, der Wind kommt auf, wenn Tessie erscheint. Hatschi! Ich glaube, ich krieg da Erkältung. Haha. Lol, Noob. Was für ein süßer kleiner Affe. Möchtest du ein bisschen Kaugummi? Vielleicht mögen Affen kein Kaugummi. Hallo, ich habe den super-duper Kaugummi-Affen an meiner Seite. Und draußen ist es wieder hell. Augenkrebs. Okay, was ist hier los? Darauf haben wir gewartet. Endlich! Es kommt heraus! Entschuldigung. Tessie taucht auf. Okay. Ja. Was kann ich denn so lange erzählen? Ich glaube... Das ist die letzte Episode kurz vor meiner Reise nach Disneyland und Wacken. Oh, der zieht aber viel ab. Scheiße. 4 HP. Okay, das geht ja noch. Okay, daneben. Nein, verdammt, ich hab noch 3. Ach du Scheiße. Was soll ich tun? Gekochtes Ei. Nein, nein. Oh, daneben. Oh, er hat verfehlt. Sonst hättet ihr zum ersten Mal gesehen, wie ich in der Öffnung gestorben wäre. Und wie ich generell zum ersten Mal gestorben wäre. Also, bis zum Game Over. Komm her, Ente. Ente, Entchen, Entchen. Oha, eine Ente greift mich an. Oh, tut mir leid, ich hatte Unrecht. Das ist eine fiese Ente. Okay. Oh nein, Jeff kann die TSI-Attacken benutzen, als ob er das schon vorher konnte. So, hör auf, an meine Augen zu picken, du dumme Ente. Stirb! Dar! Okay, du bist weg. Und 41 ERF, sehr schön. Und wir sind Level 5. Ich habe nur einen Hut. Okay, dann bekomme ich jetzt eine neue Pistole. Die kann ich dann aufsetzen. Und jetzt habe ich eine Betäubungspistole. Okay, warum liegt hier ein Telefon? Hallo, hallo, Max Wunderbauer hier. Hallo, Jeff. Soll ich deine Reise bis zu diesem Punkt festhalten? Ja, klar.
Nun gut, ich habe alles aufgeschrieben. Muss ich jetzt eine Pause machen? No? Pause? Nein, wir sind die Vollnerds. Wir machen keine Pause. So. Hey, ein Pilz. Hier ist alles in Ordnung. Hä? Wie? Ich kann das nicht aufheben, aber das fällt so auf, als ob man das echt aufheben könnte. Oh, scheiße. Wie Back Attack. Das sind nur Punkte. Auf die kann man rauftreten. Previously on Earthbound. Ness und Paula wurden von Geistern und Zombies in Reed gefangen genommen. Der Einzige, der sie retten kann, ist ein kleiner Junge namens Jeff, der aus Winters kommt. Und es geht weiter, würde ich sagen. Okay. So. Oh, noch ein Geschenk. Ja, ich habe gerade ein Billigarmband gefunden. Und das kann ich auch gleich ausrüsten. Jetzt bin ich 10-mal stärker. Und hier befindet sich eine Flaschenrakete. Sehr schön. Und das nehme ich doch auch gleich mit hier. Wie, ich kann das... Hä? Ich kann das nicht mitnehmen? Aber es funkelt so schön. Das kann man sich ja teuer verkaufen. Mann, Jeff, du hast keine Ahnung. So, viele Leute fragen sich hier sicher, oh, wie kommt man denn weiter? Ja, ihr geht auf Inventar, dann wählt ihr Kaugummipackung aus und der Affe mutiert zum Standaffen, fliegt da hoch mit seiner Kaugummipackung, beziehungsweise Kaugummi, und reicht uns das Seil. Oh yeah, ist das genial oder ist das genial? Und ja, ich bin immer noch erkältet und meine Stimme klingt immer noch sehr seltsam. Aber es ist sicher auch ziemlich cool. So, gut. Hä? Quick, quick, quick. Die ist genau mein Typ. Quack, quack, quack. Wie klinge ich denn? Ich frage sie, ob sie mit mir ausgeht. Ein Affe klingt anders. Nee, mit meiner Erkältung geht das nicht. Mann, jetzt lässt er mich sitzen. Ich dachte, wir gehen aus. Naja, bin ich halt alleine. Solo sein ist eh viel cooler. Ist das Stonehenge? Steinzeitmenschen. Kämpft in diesem Spielabschnitt auf keinen Fall gegen die ich kann nicht richtig sprechen. Steinzeitmenschen, die werden euch sofort fertig machen. Ihr werdet später gegen sie kämpfen, wenn ihr dann wieder Ness und Paula in eurer Party habt. Du Kinder siehst nicht sehr hell aus. Wer ist hier nicht heller, wenn du Kinder sagst? Naja, es ist der deutsche Patch. Lass es mich erklären. Diese Steine formen ein Muster. Es heißt Stonehenge. Ufos, komm hierher. Du musst es im Fernsehen oder in den Klatschzeitungen gelesen haben. Ja, das Stonehenge. Das Stonehenge. Heißt das, wir sind in England? Also, wenn man sich Jeff so anschaut, der sieht schon ein bisschen aus wie so ein Engländer. Naja. Ein Labor. Moment mal, bist du Dr. Andonuts? Mr. Brickroad, der Dungeon-Macher, hat dich hierher geführt, richtig? Und nicht nur... Was? Wer? Mein Sohn? Oh, ich kann es nicht glauben. Du bist Jeff, mein Sohn. Es muss 10 Jahre her sein, seit ich dich zuletzt gesehen habe. Ich bin so froh, dass du ein gesunder junger Mann geworden bist. Oh, diese Brille steht dir ausgezeichnet. Willst du einen Donut? Klar. Naja, ich habe dir es angeboten. Ich hätte jetzt gerne einen Donut. Kriege ich jetzt einen Donut oder nicht? Hast du schon Stonehenge gesehen? Na klar. Naja, wenigstens habe ich gefragt. Okay. Nur so nebenbei. Warum bist du hier? Oh, verstehe. Dieses Mädchen namens Paula muss gespürt haben, dass ich hier bin. Okay, ich versuche dir zu helfen. Ich versuche meinen Phrasenverzerrer zu bauen, der 2 Punkte in Raum und Zeit miteinander verbinden kann. Er ist auch nicht fertig. Ich kann dir aber eine andere Erfindung geben, die ich Wolkensprinter nenne. Wolkensprinter, ich nenne es einfach mal Skyrunner. Wolkensprinter finde ich ziemlich dumm, den Namen. Er ist etwas älter, aber er wird seinen Zweck erfüllen. Wenn du an Bord bist, höre immer auf die Botschaft des Zielpunktes. Hörst du genau hin, erreichst du ihn bestimmt. Die runde Maschine dort drüben ist der Skyrunner. Was denkst du? Ist er nicht süß? Hinein mit dir. Wir sollten uns in 10 Jahren oder so mal wieder treffen. Oh ja, den finde ich ziemlich süß, ja. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Mit dir spreche ich. Sofortiges Regenerierungsgerät. In nur wenigen Sekunden kann ich diese Maschine vollständig regenerieren. Oh, das klingt gut. Sehr schön. So, bevor wir einsteigen, gehen wir einfach mal hier hoch, denn hier befindet sich noch ein Geschenk, was uns sehr nützlich ist. Und ich glaube, mein Inventar ist voll. Ja, ich wusste es. Deshalb werfe ich einfach mal die Gummipistole weg, denn ich habe jetzt die Betäubungspistole, die viel, viel cooler ist. Und wir erhalten ein zerbrochenes Rohr. Sehr schön. Das kann Jeff irgendwann reparieren. So. Und jetzt nichts wie in den Skyrunner. Wie? Ich komme nicht rein. Hier ist nichts in Ordnung. Hey, lass mich rein. Vielleicht geht's jetzt. Ah! Und ich gehe einfach durch das Material durch. Cool. So, los geht's. Skyrunner Time. Was ist los? Es bewegt sich nicht. Hey, drück doch auf einen Knopf auf den Controller. Na klar. Und los geht's. Oh yeah. So. Okay.
Jetzt seht ihr ein ziemlich cooles Szenario. Und ich nutze einfach mal die Gelegenheit und mache ein wenig Werbung für einen deutschen Let's Player. Ich glaube, der hieß irgendwie Sushimaru. Ich weiß es nicht mehr. Shiomaru, irgendwie sowas. Und hat ein Spiel gebastelt, ein Element Mega Man Let's Play Edition. Es handelt um deutsche Let's Player. Ja, das ist übrigens Vorzeit, da kommen wir noch später dazu. Es handelt über deutsche Let's Player und die bekanntesten Let's Player kommen als Bossgegner vor. Ich zum Beispiel auch, ich komme als Bossgegner vor. Also, wenn ich schon vorkomme, dann müsst ihr das Spiel auf jeden Fall haben, ne? Ist klar. Nein, also, es ist ziemlich cool und es ist aber noch nicht veröffentlicht worden. Erst wenn Nabend unser Let's Play-Gott mit seinem Let's Play fertig ist, glaube ich, bin mir nicht sicher, dann wird es offiziell veröffentlicht, dann könnt ihr das alles spielen. Ich hab's bereits gespielt und ich muss sagen, es ist ziemlich schwer. Aber möglich. Hauptsache, es ist möglich. So. Wie dem auch sei, gerade eben habt ihr eine Wüste gesehen, das bereisen wir noch ebenfalls. Boah, entschuldigt meine Stimme, weil wen interessiert? Hauptsache, ich kann kommentieren. Okay, jetzt sind wir endlich da. Freed, die Geisterstadt, wo Ness und Paula entführt wurden und eingesperrt wurden und wir wissen auch nicht, es piept. Es piept. Sehr interessant. Das heißt, wir müssen hier irgendwo in der Nähe sein. Nördlich, nördlich, nördlich. Oh, hier müssen die irgendwo sein. Jeff, schau dich genau um. Schau dich genau um. Aber ich frage mich echt, was Ness und Paula so lange gemacht haben, während sie auf Jeff gewartet haben. Ja. Da kann man nur spekulieren. Und ich werde gerade wieder angeschrieben. MSN. Warum habe ich MSN überhaupt an, wenn ich ein Let's Play drehe? Ist auch egal. Okay. Hier müssten die irgendwo sein. Okay, wir werden langsamer. Ja, genau hier. Ich schätze mal unter dem Boden. Nein, Jeff, was machst du denn da? Trottel. Wow, oh, pff. Ich hab mir fast in die Hosen gemacht. Der Skyrunner, ich schätze, er hat die Landung nicht überstanden. Naja. Du musst dich's erklären. Ich bin Jeff. Ich bin gekommen, weil du mich gerufen hast. Ich bin nicht sehr stark, verdammt kurzsichtig, etwas schüchtern und hin und wieder auch etwas übereifrig. So bin ich nun mal. Ich hoffe, wir werden trotzdem Freunde, okay? Ja, klar. Sehr gut. Machen wir uns also auf die Socken. Oh yeah! Jetzt sind wir schon zu dritt. Okay. So, Jeff schließt sich dir an. Es ist unmöglich zu reparieren, zumindest jetzt. Okay, raus hier. Die Tür ist abgeschlossen. Yay, jetzt sind wir zu dritt hier eingesperrt. Oh yeah! Nein. Wir wissen ja alle, Jeff hat die Schlüsselmaschine, mit dem er alle Türen öffnen kann. Das heißt, wir kommen hier endlich durch, beziehungsweise vorbei, beziehungsweise durch, beziehungsweise vorbei. Oh, was laber ich da eigentlich? Egal. Ich bin einfach gut drauf. Okay, wir klettern einfach mal hoch und endlich sind wir frei. Endlich. Und da greifen uns schon wieder Mülltonnen an. Nein, vergiss es. So, wir schauen uns hier mal ein wenig um. Ich glaube, das ist echt eine echte Mülltonne, meine ich. Ein Teddybär. Oh, Teddybär kann ich gut gebrauchen. Und wer ist hier eigentlich drin? Ratschlagzentrum. Ich glaube, ich habe ihn noch gar nicht gezeigt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist das der Hintman. Das heißt, wenn ihr im Spiel irgendwo nicht weiterkommt, dann könnt ihr ihn bezahlen, dann gebt ihr euch Tipps, was ihr als nächstes tun könnt. Probieren wir es einfach mal aus. Es kostet 60. Okay. Hast du von diesem seltsamen Zelt gehört, das am Südende erschienen ist? Ich weiß nicht, aber es wird irgendwie seltsam. Das war's für heute. Ja, aber ich werde ihn nie benutzen. Also das war jetzt das einzige Mal, dass ich ihn benutzt habe. Weil ich weiß ja, ich kenne ja den Spielverlauf. Das ist eigentlich nur Geldverschwendung. Ich glaube, im Zentrum... Meint er dieses Zelt? Oh mein Gott! Was zur Hölle? Wow. Ein Boogie-Zelt nimmt mich an. Okay. Ja... Er sieht ziemlich stark aus, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, hier ist die Fire seine Schwäche. Ja. Autsch, der Teddybär. Und Jeff macht ihm nicht viel Damage, aber es ist auch egal. Paula und Ness können alles allein machen. Ich glaube, wenn ich ihn besiegt habe, dann bekommt Jeff sehr, sehr, sehr viel XP zugeteilt. Und dann hat auch... Dann ist er auch über Level 10. Auf jeden Fall. Und ich habe ihn besiegt. Wow, das ging ja schneller, als ich dachte. Okay, und er gibt mir 1800 Experience. Ness ist Level 27. Sehr schön. Und Jeff wird auch ganz, 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 ganz oft steigen. Und ich erlerne Hypnose Omega. Sehr schön. Jeff ist Level 8. Jeff ist Level 9.
Jeff ist Level 11. 10 habe ich, hab ich übersehen. Nicht schlecht. Und Jeff ist Level 12. Oh Gott. Endlich. Sehr schön. Das hätten wir ja geschafft. Hä? Was ist das denn? Mal sehen. Daran findest du einen Fliegenhonig. Okay, nicht schlecht. So, aber ich würde sagen, ich stehe hier und im nächsten Part da sehen wir uns hier noch ein wenig um. Also bis zum nächsten Mal. Hier war. Aber gut, nun sieht das wieder normal aus. Willkommen in Freight Sonnenuntergang Hotel. Eine Nacht kostet 180 Euro, mein Gott. Okay, sehr schön. So, mal sehen, was sich hier befindet. Tada! Darin findest du ein Sandwich DX. Es gibt Sandwich DX, okay. So. Nichts wie weg hier. Oh, wie lange geht das noch? Da du Fliegenhonig bei dir hast, bist du ein Freund. Aber trotzdem bist du nur ein Normalo. Du bist mein Todfeind. Okay. Ich würde sagen, ich stand hier und im nächsten Park bekämpfen wir Mini-Kotze. Okay, bis zum nächsten Mal. Ich wollte den Fliegenhonig und es verspeisen. Meister Kotze und ich lieben Fliegenhonig. Wie auch immer. Oh, das ist doch schon der erste Mr. Saturn. Mr. Groove, hallo, ich bin Mr. Saturn. Dieser Ort, alle sind Mr. Saturn. Oh, cool. So, und jetzt befinden wir uns in Base Factory. Und ich weiß nicht, findet ihr nicht auch die Fabrik? Sieht ein wenig aus wie die Fabriken aus Mana 1? Also vom Design her, finde ich schon. Hast du Fliegenhonig dabei? Meister, welch liebes. Okay. Okay, du kannst durch. Hey, pass auf, sonst läuft doch etwas aus. Okay. Okay, gut, dass ich gegen die Mini-Kotzviecher nicht kämpfen muss. Denn ich habe hier Fliegenhonig. Oh, no, 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 no. No? Bist du aber noch da? Nein, du bist weg. Hä? Wie? Hä, warum? Warum muss ich jetzt gegen ihn kämpfen? Ich habe doch Fliegenhonig. Ah, okay. Okay, es ist keine Mini-Kotze, es ist eine vereinfachte Form, ein schleimiges Häufchen. So, jetzt nichts wie... Ich habe dich doch gerade eben besiegt. So, nö, gegen dich kämpfe ich nicht. Seht euch das an. In Freed haben wir gegen keine guten Fliegen gekämpft und jetzt kämpfen wir gegen die hauptsächlich böse Fliegen. Na. Die hauptsächlich böse Fliege greift an. Nein, hört auf damit. Ja. Wir können nicht aufhören zu weinen, aber wir können weglaufen. Jetzt geht. Mann! Kommt schon. Ja, super. Jetzt sind es zwei. Los! Aber er schafft es nicht. Natürlich schafft er es nicht. Natürlich können wir vor Fliegen und vor schleimigen Häufchen nicht weglaufen. Macht auch Sinn. Mann, ich bin gleich tot. Naja, Paula ist gleich tot. Jetzt kommt schon, lauft weg! Leute! Das ist nicht mal witzig! Och Mann! Okay, Paula ist gleich tot. Es wäre eine gute Idee, sie zu heilen. Und zu attackieren. Ich glaube, wenn ich die einmal angreife, erhöht sich die Chance, dass ich weglaufen kann. Das wäre nicht schlecht. Okay. Bitte, tu mir den Gefallen und lauf weg. Bitte. Langsam ist es nicht mehr witzig. Mann, das ist sowas von... Ich glaube, wenn ich sie bekämpft hätte... Oh mein Gott, du hast Jeff umgebracht. Bitte lauf weg, bitte. Warum schaffe ich es nicht? Wenn du jetzt nicht wegläufst... Das gibt's doch nicht! Ness ist tot. Paula! Bitte! Lauf weg! Was soll das? Oh Mann! Ich verzweifle. Komm schon! Lauf doch bitte weg! Warum schaffe ich es nicht?
Das kann nicht wahr sein. Paula. Bitte. Du schaffst es. Warum? Und warum steht der Er schafft es nicht? Paula ist kein Er. Das Spiel will sie nur mobben. Okay, ich bin gleich tot. Okay, ich muss mich heilen. Ich will in Earthbound nicht sterben. Also kein Game Over erzielen. So, ich habe ja noch ein Brotlein, das kann ich einsetzen. Und dann kann ich weglaufen. Oh, bitte. Mann, wann bin ich endlich dran? Jetzt lauf endlich weg! Nein, jetzt habe ich... Oh, Leute. Ich habe keine Zeit mehr. Ich habe nur noch 10 Sekunden, um wegzulaufen. Mann, jetzt lass mich endlich drankommen. So, weglaufen. Was? Zur Hell, ich bin tot. So, ich bin's wieder, Ali. Und im letzten Part hatte ich meinen ersten Game Over. Und obwohl ich mich über die Dummheit meine... Ah! Für euch erst recht. Hey, ist das Kotze? Ich laufe auf Kotze herum. Ah! Bist du nicht der Fliegen-Honig-Liefer-Junge? Sag das Passwort. Moment mal, heißt das, ich muss jetzt wieder 3 Minuten warten? Das soll nicht heißen, dass ich dir nicht traue. Sag's einfach. Gewürzgurken. Moin, ich bin's wieder, Ali, Su, und wir befinden uns immer noch in Saturn, Miley, Nick. Ja, und ich habe mir die Zeit genommen, habe Jeff wiederbelebt und ich habe mir die neue Ausrüstung bei den Mr. Saturns gekauft und bin somit up to date und ich komme hier nicht vorbei. Ich muss außen rumgehen, na vielen Dank. So, es geht weiter. Oder auch nicht. Denn vorher kommt noch unser lieber Herr Stalker und will uns fotografieren. Also Fotos, leicht und schnell. Ich bin ein Fotografie-Genie, wenn man das so sagen darf. Nein, darf man nicht. Okay, mach dich bereit für eine immerwährende Erinnerung. Schau in die Kamera, Achtung, sag Gewürzgurken. No? Okay, und weiter geht's. Oh, da ist auch schon das nächste Heiligtum-Monster. Du bist endlich hier. Dies ist das dritte Heiligtum, aber es gehört jetzt mir. Nimm es mir ab, wenn du kannst. Yes, we can. Und so. Prähistorischer Setzling und seine Samen. Okay. Nest, du setzt wie immer PSC Rockin' ein und bei Paula weiß ich gerade nicht. Soll ich mich hier in Fire einsetzen oder Freeze oder Thunder? Ich weiß es nicht. Was soll ich tun? Ich setze einfach mal Pika Feuer an, werde damit die Saaten los und Jeff, Schuss. Schieß einfach drauf, du bist unser Rusher. Sehr schön. Eine ist tot. Die andere auch gleich wegen PSC Rockin. So. Jeff greift an. Okay. Autsch, macht aber viel Damage. So, Nesto macht weiter mit Pika Rockin und mit Paula setze ich diesmal Pika Freeze ein. Jeff, Schuss. Okay, das macht auch viel Damage. Ich glaube, eine besondere Schwäche hat er jetzt nicht. Oh, du hast Paul umgebracht. Jeff, wie kannst du nur? Ah, vielen Dank. Ja, was soll ich jetzt tun? Ich könnte Paula wiederbeleben oder ich könnte es auch sein lassen, weil die wird... Ja, ich habe noch Lebensnudeln. Ich finde, Paula verdient auch die Experience nach dem Kampf. So, Jeff. Mach das bitte wieder gut mit Flaschenrakete. Sehr schön. Mann, Jeff... Das hat Paula schon wieder umgebracht. Oh Mann, Jeff, ich wünsche gerade echt, du würdest sterben. Ich wünsche gerade echt den Tod. So, hab ich ins Auge, mal gucken, ob das... Nee, ich glaube, Jeff kann das so einsetzen. Okay. Mach weiter mit PSC Rogan. Jeff, ich weiß nicht. Darfst du überhaupt noch etwas? Okay, setz einfach mal Flaschenrakete ein. Das war gerade echt fail. Oh, Jeff, du hast dich... Jeff hat Suizid begangen. Okay, macht nix. Wir können immer noch gewinnen. Oh, Jeff, you made my day. So, und er ist tot. Das war echt fail. Epic fail, Jeff. So, und Ness ist der Einzige, der levelt. Weil die anderen beiden ja tot sind. Okay. Gleich 2 Level gelevelt. So, Mann, Jeff. Du bist wirklich ein Trottel. Für deine IQ bist du wirklich ein Trottel. So. Das nächste Heiligtum. Die dritte Melodie. Hm.
Ness glaubt, seine Mutter in der Ferne zu hören. Sie sagt, werde ein starker Junge. Ness' Melodienstein hat die Melodie vom Milchbrunnen aufgenommen. Sehr schön. Jetzt haben wir drei Melodien. Ziehen wir uns das mal rein. Ness berührt seine Stirn mit dem Melodienstein und sammelt seine Gedanken. Alles klar. 3 von 8 Melodien. So, ich würde sagen, wir gehen wieder nach Freed zurück, aber den Weg erspare ich euch. Wir sehen uns in Freed. Okay. Nachdem wir Meister Belch besiegt haben, sind anscheinend alle Monster verschwunden und der Frieden ist wieder eingekehrt. Ist das nicht süß? Danke, dass du wieder Frieden und Freude nach Freed gebracht hast. Danke, Frieden, Liebe, 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 Liebe machen. Ich kann nicht glauben, dass ihr Kinder uns tatsächlich gerettet habt. Wer hätte das voraussehen können? Das Earthbound-Lösungsbuch? Ich werde dich nicht vergessen. Wer bist du eigentlich? Kommst du ab und zu mal wieder nach Freed? No, Scheißstadt. So, ich würde sagen, ich schneide hier und im nächsten Part erkunden wir die Wüste. Also bis zum nächsten Mal. Guys!